So, weiter geht's bei Black Sails, das Geisterschiff. Und in der letzten Folge war ich mal wieder total planlos. Aber dann habt ihr in die Kommentare geschrieben, ich soll doch mal versuchen, die Zange mit der Holzkiste zu benutzen. Mit der Zange konnte ich die verrosteten Nägel aus der Kiste ziehen. Alles, was von ihr übrig ist, sind ein paar Bretter und ein halbwegs erhaltener Nagel. Ja, und das war eigentlich so logisch und offensichtlich, aber ich bin nicht darauf gekommen. Wir haben den Nagel. Können wir den nutzen, um... Der Nagel ist zu schmal. Er würde wieder rausfallen. Gut, dann müssen wir den wahrscheinlich erst hier im Schraubstock bearbeiten. Ich habe den Nagel verbogen. Jetzt habe ich einen Haken. Okay, jetzt hast du einen Haken, aber komisch. Ich glaube... Irgendwie passen diese Rohrleitungen nicht in ein solches Segelschiff. Du hast einen Haken, aber... Einhaken kann ich da nichts. Okay. Mit der Angel? Einhaken kann ich da nichts. Gut, auf jeden Fall haben wir das schon mal. Wir haben einen Haken und wir haben Bretter. Können wir damit die Treppe reparieren? Mit den Brettern sollte sich die Treppe reparieren lassen. Ist gar nicht so schlecht geworden. Aha, und womit hat sie da jetzt draufgehauen? Sie hat doch keinen Hammer. Die Zange hat sie auch nicht mehr. Naja, egal. Wir kommen also endlich wieder nach oben. Das ist schön. Und gehen jetzt hier nach oben. Wer ist da? Ganz ruhig, Anne. Du bildest dir das nur ein. Wozu sind all diese Geräte gut? Irgendetwas muss hier passiert sein. Kein Kapitän würde sein Schiff einfach so im Stich lassen. Vielleicht hat es eine Meuterei gegeben. Ich sollte mich hier genauer umsehen. Vielleicht finde ich etwas heraus. Wir sind in der... Ja, ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Steuerkajüte? Keine Ahnung, ich kenne mich mit Schiffen so gar nicht aus. Das muss wohl ein Souvenir aus einer der Städte sein, die das Schiff angelaufen hat. Unten hing wohl mal ein Zettel dran, aber der scheint abgerissen zu sein. Das ist ja schade. Ein Teil des Schiffplans. Oh, gut. Können wir den angucken? Der Plan zeigt, dass die Kransteuerung mit der Maschine in der Messe verbunden ist. Okay, gut. Das war ja klar, dass wir uns noch da irgendwas einfallen lassen müssen, um dieses Ding wieder hochzuziehen. Der Tisch ist abgeschlossen. Ich bräuchte etwas, um das Schloss zu knacken. Der Tisch ist abgeschlossen. Okay, gut. Ich bräuchte etwas, um das Schloss zu knacken. Okay. Damit kann man die Geschwindigkeit bestimmen. Aha. Ein Rettungsring. Das Ding ist wurmstichig. Diesen Seilen würde ich mein Leben nicht anvertrauen. Ja, trotzdem, vielleicht für den Lex oder so. Kran nach rechts drehen. Ach so, hier ist also schon die besagte Steuerung und hier noch ein Warnhinweis, den wir auf jeden Fall lesen sollten. Bei starkem Seegang muss das Gitter immer geschlossen bleiben. Captain Marquez. Captain Marquez, das Gitter muss geschlossen bleiben. Was passiert, wenn wir einfach mal drehen? Merkwürdig. Nichts passiert. Ja, es geht darunter. Okay. Gut. Und das Zahnrad dreht sich. Ich meine, das hat sich doch vorhin nicht gedreht, oder? Bleibt es stehen. Okay. Seil hochziehen. Merkwürdig. Okay. Nichts passiert. Vielleicht ist die Kransteuerung defekt. Ja, ach, tatsächlich. Gut, kommen wir denn raus an Deck? Irgendetwas blockiert die Tür. So komme ich nie raus. Das Rettungsboot blockiert die Tür.
Also diese Kamerafahrten, ich finde die echt super irgendwie. Das ist also der Kran. Okay. Gut. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Ich würde mich erstmal gerne überall umgucken, weil ich denke mir, wir haben ja noch ein paar andere Räume, Kajüten, wie auch immer. Nichts als Wasser, wohin man auch schaut. Wenn ich nur wüsste, wo wir sind. Verdammt, das Steuer lässt sich kein Stück bewegen. Okay. Dosen, irgendeine Flasche. Also wir haben eine Angel, wir haben noch den Alkohol, da können wir gleich mal rüber zu Lex. Wir haben die gefüllten Flaschen mit Wasser. Und ein Haken. Okay, Kompass. Irgendetwas stimmt hier nicht. Der Kompass spielt völlig verrückt. Wie kann das sein? Oh nein, der Kompass spielt verrückt. Wie kann das sein? So, das hatten wir auch schon. Wir können ja wohl nicht. Das probiere ich nochmal eben aus, bevor ich weggehe mit dem Haken. Einhaken kann ich da nichts. Okay, gut. Das wollte ich wenigstens nochmal eben probieren. Hier hatten wir schon alles. Und hier hatten wir auch schon alles. So, dann gehe ich jetzt nochmal zurück. Da war nämlich noch ein Gang, glaube ich. Anna, hörst du mich? Nein, ich höre dich nicht. Ich sollte Lex schleunigst verarzten. Aber wo könnte ich bloß einen Verband finden? Gut, also brauchen wir erstmal einen Verband. Dahinter ist eine Öffnung. Ich frage mich, wozu sie wohl gut ist. Kann sie da rein? Der Schacht führt nach unten in die Messe des Schiffes. Oben kann man über einer Gitterluke einen Kran erkennen. Ach so, okay. Gut. Und mal wieder scheint die Sonne so auf meinen Bildschirm, dass hier fast alles schwarz ist. So, sind wir... Außenluke? Von wo sind wir gekommen? Ich weiß es nicht. Ach, ich glaube von hier, ne? Die Luke geht durch die Schiffswand. Sie ist sehr verrostet. Auch wenn sie offen wäre, würde man direkt im Wasser landen. Hier noch ein Notizzettel. Werte Herren, mit der Privatsphäre wird es auf diesem Schiff offenbar nicht sehr genau genommen. Ich habe Ihren Kapitän davon in Kenntnis setzen müssen, dass einer von Ihnen in meine Kabine eingedrungen ist und mein Tagebuch entwendet hat. Mehr noch, in einem Akt von perfidem Vandalismus hat der Täter das Tagebuch auch noch zerrissen und in alle Winde verteilt. Ich hoffe, Sie amüsieren sich köstlich über Ihren Scherz, aber glauben Sie nicht, dass ich noch einmal meine Hilfe anbieten werde, wenn es zu einem Unfall kommt. Dr. Eduardo Juarez. Oh, okay. Da lag doch gerade was Blutiges, oder? Links. Es muss das Altzimmer sein. Am Ende des Zimmers ist ein Lüftungsschacht. Der muss in die Kapitänskajüte führen. Die Tür ist verschlossen. Ach, das war so klar. Das war echt so klar, dass die Tür verschlossen ist. Mit dem Rettungsring? Jetzt bin ich bereits an Bord und brauche ihn nicht mehr. Okay. Die Tür ist verschlossen. Natürlich, weil hier ja alles verschlossen ist irgendwie. Wir brauchen unbedingt Verband für den Lex. So, geht's hier? Geht's da weiter? Ich muss erstmal... Ah, hier. Und endlich eine offene Tür. Okay, Metallregal. Ein großes Regal voller Metallschrott. Wo sind wir hier? Ich frage mich, was so ein Maschinenteil auf einem Segelschiff zu suchen hat. Schranktür.
Die Türen dieses Metallschrankes sind komplett verrostet. Und da liegt mal wieder ein Brief. Mein Folkert, nie schreibst du deiner alten Mutter. Erreichen dich meine Briefe etwa nicht? Ich mache mir Sorgen. Hast du denn nun mitverfolgt, was mit dem Bein deines Vaters geschehen ist? Oder weißt du davon noch überhaupt nichts? Ich werde nun nicht alles noch einmal aufzählen. Melde dich bei mir. Ich will dich nicht auch noch verlieren wie dein Bruder. Meine Schilderung seines Unfalls hat dich aber erreicht. Alles Liebe, deine Mutter. Also, ganz ehrlich, wir sind jetzt noch relativ am Anfang, aber ich habe auch noch keinen Plan, was das hier mit der Story auf sich haben könnte und also noch weiß ich gar nichts. Werkzeuge sind hilfreich. Ob das wohl alles Geister sind oder Geister waren, die aber nichts davon wussten? Eine Skizze des Uhrwerks. Okay, und die Uhr müssen wir doch bestimmt zum Laufen bekommen oder so? Ein großes Ziffernblatt. Der Mechaniker scheint es eigenhändig zusammengesetzt zu haben. Was? Da ist eine kleine Tür. Sie ist verschlossen. Die Verzierungen sehen aus, als stellten sie die Hölle dar. Was? Tor zur Hölle? Die Verzierungen sehen so aus, ja? Findest du? Ich weiß ja nicht. Es passiert nichts. Die Uhr scheint nicht zu funktionieren. Sag ich ja. Wir müssen sie irgendwie wieder zum Laufen bekommen. Das Metallrohr vibriert und ist warm. Wozu es wohl dient auf einem Segelschiff wie diesem? So, was haben wir noch? Eine Lücke? Hier scheint ein Zahnrad zu fehlen. Ach Mensch, wie schade, dass wir gerade keins dabei haben. Skizze, Brief. Was ist mit diesem Motor? Und was ist das? Ach, die Kette. Sag bloß, da liegt das Zahnrad drunter. Vielleicht kann ich das Zahnrad irgendwo einsetzen. Das probieren wir doch direkt mal aus. Zahnrad in die Lücke. Das Zahnrad hält nicht einfach so von allein. Ich bräuchte noch Schrauben, um es zu befestigen. Nun, Schrauben haben wir nicht. Wir haben eine Kette, den Schraubenzieher. Ja, Als könnte man das da einbauen. Als könnte man das da einbauen. Okay, also brauchen wir wohl erst ein paar Schrauben. Können wir das Seil hier? Nee, das geht auch nicht. Leder? Boah, ich übersehe immer so viel. Aus Leder kann man viele Dinge herstellen. Und? Sieht aus, als wäre darin nur Abfall. Okay, also wir haben Leder. Was kann man denn mit Leder noch machen? So hilft mir das Leder nicht weiter. So hilft mir das Leder nicht weiter. Ach, können wir... So hilft mir das Leder nicht weiter. Das Leder als eine Art Verband benutzen? Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal wieder rüber zu Lex. Und probiere das mal aus. Nein, nein, Anna, hier, nicht so schnell. Hier hin. Ach, der Arme. Ja, verdammt, wo warst du so lange? Und was war das für ein Lärm? Wolltest du den Kahn versenken? Danke der Nachfrage, mir geht's gut. Und hast du bessere Fortschritte gemacht, während ich weg war? Danke der Nachfrage, mir geht es gut. Schön für dich. Mir geht's zum Kotzen. Ich bin durch eine mausche Treppe gebrochen und habe die Schiffsmesse gefunden. Und die Mannschaft? Keine Spur. Ich glaube, das Schiff ist verlassen. So, glaube ich nicht. Ich höre die seltsamsten Geräusche. Und alles scheint sich zu bewegen. Ich denke, wir sollten sofort deine Blutung stoppen. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass du vernünftiges Verbandszeug findest. Vielleicht ist ja doch ein Arzt an Bord. Oder an Bord gewesen. Wobei das mit dem Leder, fällt mir gerade ein, wahrscheinlich nicht funktioniert. Wir müssen bestimmt erst die Kajüte vom Arzt öffnen und dann Verbandszeug finden. Ich kann es aber mal probieren. So hilft mir das Leder nicht weiter. Gut, okay. Und? Hast du schon was gefunden?
Nein, noch nicht. Ich habe Desinfektionsmittel gefunden. Ich habe Desinfektionsmittel gefunden. Sehr gut. Und jetzt muss die Wunde verbunden werden. Na toll, ich habe nichts zum Verbinden. Du komischer Kerl. Dann muss ich wohl doch irgendwie die Tür zur Arztkajüte öffnen.